Ja, hallo und wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Morgen oder was auch immer ihr gerade für eine Tageszeit habt. Recht herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks. Und heute, ihr seht es schon recht einfach, sehen wir den IS, den 7er Heavy Panzer der Russen. Ja, Karte ist Live Aux in der Standardausführung und er ist hier Top Tier. Und ich sag euch schon mal jetzt, die Runde besticht nicht dadurch, dass wir hier im 7er den höchsten Damage aller Zeiten sehen. Nein! Wir sehen reichlich Kills und das freut mich immer umso mehr. Es gibt ja Runden, da wo irgendwo gefühlt, da kommt unglaublich viel Schaden zwar rum, aber irgendwie fehlt am Ende dann doch der Abschuss. Und das ist ja, sind wir uns doch mal ehrlich, so viel Arbeit ohne Abschuss, in Anführungszeichen, vielleicht zwischen den Zeilen gelesen wisst, was ich meine, ist nur halb so cool wie der Abschuss und Abschluss allgemein. Und dementsprechend sehen wir hier, was der Shoot'em'up da uns so zu bieten hat. Also, es wird auf jeden Fall besser als ein Krieger. Das kann ich euch schon mal ganz klar versprechen. Ja, er nimmt jetzt erstmal die ganz klassische Linie und zwar da den Heavy Spot. Der ist ja für beide Seiten in der Regel hier immer in der Stadt. Also, hier konzentriert sich auf dieses kleine Quadrat aus, naja, was sind es? 8 Quadraten in Summe. Da konzentriert sich immer der Gegner drauf. Und auch man selbst, also da ist immer schön viel los, das gefällt mir auch immer selber sehr, sehr gut. Ja, und jetzt gucken wir doch mal, was er hier selber imstande ist zu leisten. Vielleicht kriegt er hier gleich schon den ersten vors Rohr. Da ist schon ein Skoda, aber da kommt er nicht drauf. Jetzt wird er da, guckt er, da war der A44, auf den kommt er auch nicht drauf. Der müsste ein bisschen vorfahren, aber... Ne, der steht hinterm Haus, bringt ihm nichts. Und jetzt hat er da den IS. Hat jetzt hier Zeit zu aimen und trifft hier. Und das ist halt das Schöne am IS, dass er halt einfach auch einen ordentlichen Damage macht. Also, der hat hier 175 Durchschlag, beziehungsweise 217 mit Premium, aber kann halt dann auch noch mit einem schönen Alpha aufweisen. Und das macht die Reihe ja allgemein aus. Und jetzt warten wir sehr schön, bis der A44 rumkommt und kriegt hier den ersten Abschuss. Nun geht es hier außen etwas weiter. Da fährt er jetzt durchs Haus durch. Ja, warum auch nicht? So könnte er nämlich hier rüber wirken. Aber aktuell keiner, der ihm den Gefallen macht und beschießbar ist. Der erste ist leider auch hinterhalb des Hauses. Das heißt, da kann er nicht. Kommt auch nicht vor. Rechts in der Straße stünde noch der KV-2 und der Skoda. Die könnte er versuchen zu hinterfahren. Nee, aber da kommt noch ein anderes Skoda. Auto-Aim drin und weg damit. Jo, passt. Man muss auch hier mal ein bisschen aufpassen. Gibt auch noch zwei Artis. Jetzt müssen die anderen Häuser auch noch dran glauben. So, was ist mit dem Skoda? Der guckt jetzt rum. Ja, huhu, mit Munitionslager gleich. Ja, warum auch nicht, gell? KV-2 hat geschossen. Hat nun gut gehört. So, und jetzt durch die Häuser durch und auf ihn drauf. So, dahinterhalb steht ein KV-1. Jetzt hat er den KV-2 gut getroffen. Zieht sich jetzt aber auch gleich wieder zurück. Geht jetzt hier aufs vordere Laufrad. Auch da hat er nochmal von rechts da den Hit, aber er zieht sich da zurück. Das passt alles gut. Halb so wild, kann man sagen. Ja, so jetzt, oh, da fahrt er ein bisschen ungestüm raus. Deswegen hat der KV ihn hier so seitlich erwischen können. Aber jetzt kommt er rein, kriegt hier den guten Hit drauf. Aber er hat selber auch gerade einen fetten Hit bekommen. Also jetzt hat der KV-1 hier schönes Haus weggeschossen, wodurch er dann besser rankommen konnte. Kill Nummer 5. Oh ja, Sturm Emil. Der tut natürlich weh, der muss aufpassen. Der ist mit 400 Hitpoints da schon stark gefährdet.
Und jetzt, ja, nicht mal einaimen, klappt auch so, warum auch nicht. Oh ja, da wieder die Arti, aber diesmal kettet sie nur. Alles gut. So, hinter ihm kommt da direkt der KV-1S nachgerückt. Alles schick. So, ja, da der Arti ist da schon auf der Flucht, weil er hier seinen Krieger ja mittlerweile schon durch hat. Also das heißt, jetzt wird es nochmal spannend. Was schafft er denn noch? Ja, da ist die nächste Arti, aber die guckt nicht auf ihn. Da hat er schön viel Zeit, macht seinen 7. Kill und bereitet damit die Radley Walters vor. Wahnsinn, was da im Chat übrigens abgeht. Also die Leute, keine Manieren ab und an. Su 100 M1. Voll drin. Oh, schöner Roll. 411. Perfekt. Radley Walters ist damit erreicht. So, jetzt die Arti guckt da böse auf ihn, aber hat woanders hingeschossen. Also jetzt hat er Zeit, hat hier Zeit. 9. Kill. So. Und einer, meine Damen und Herren, fehlt noch für die Pools. Und ob er die schafft, das ist jetzt die Frage der Fragen. Jackson stünde da gut, ist jetzt auch in... Er hat lange eingeaimt und das hat sich ausgezahlt. Er holt sich hier die Pools. Ja, der T-43, der ist weit weg, ob er da noch was bekommt... Das ist die Frage, aber er bekommt hier das Lob von seinem Team und der T-43 wird da zerstört. Und 10 Kills mal wieder zu sehen, das ist doch wunderbar bei 4096 Damage. Immer noch sehr schön, also verdient die Pools und verdient das Panzers. Hat mich gefreut, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.